du hier? Fernseher leiser. So. Bist du irgendwie bescheuert? Ob du bescheuert bist? Ey, was soll das? Mann, du bist warum hast du den Fernseher leiser? Weil du nicht alleine hier bist. Ich bin der Mann hier im Haus. Ich hab hier zu bestimmen, was hier abgeht. Guck, dass dich aus meinem Zimmer verpisst. Du scheiß Pisser, Mann. Mach die Tür zu. Sonst haust du in die Fresse. Ja, ja, genau. Sag mal, was ist denn hier los? So ein Psychoterror, das ist ja ein Irrenhaus hier. Ja. Was können wir denn da bitte machen? Oh, Mama, jetzt mal ernsthaft, hier ist es so laut. Ich kann meine Hausaufgaben nicht mehr in Ruhe machen. Was ist denn das? Bitte, sei doch heute einmal ruhig. Wir müssen Rücksicht auf Pascal nehmen. Der fällt nur aus, der ist schlecht gestimmt. Genau, Pascal, meine Hausaufgaben sind auch wichtig. Sind mal ernsthaft. Nee, ganz mich alle. Sag mal, Anne, was hast du denn da an der Wange gemacht? Ach, das ist nichts. Ich bin nur gegen den Türrahmen gekommen. Das sieht nicht nach Türrahmen aus. Das sieht nach Faust. Ich komme, Pascal. Ach, Moment. Das ist, tut auch schon gar nicht mehr weh. Keine Sorge. Hey, wo bleibt das Essen, Mensch? Hier ist die Suppe. Bist du irgendwie bescheuert? Was ist das für eine Scheiße? Mann? Ich brauch Hühnchen mit Reis! Hühnchen mit Reis! Aber doch nicht jeden Tag! Natürlich jeden Tag! Ich bin am Trainieren, ich muss meine Arme aufpumpen, mein Bauch, Sixpack! Dann bist du irgendwie bescheuert! Spinnst du? Wir können uns das nicht leisten, jeden Tag. Den Scheiß, da kannst du auch mitnehmen! Guck mal, dass du in die Küche verschwindest, mir eine Flasche Sprudel holst und danach kannst du mein Zimmer aufräumen! Wow, ich bin echt schockiert, was ich hier sehe. Pascal ist offensichtlich jemand, der zumindest eine Terrorregentschaft in diesem Haushalt ausübt und alle kuschen, insbesondere Mutter Anne. Und es sieht mir auch ein bisschen so aus, als gäbe es hier das sogenannte Parent Battering, wenn Kinder ihre Eltern schlagen, um einfach Kontrolle auszuüben und die Eltern klein zu halten. Meine Mutter geht mir jeden Tag auf den Sack, ja, da ich kein Geld habe, keinen Schulabschluss, keine Arbeit. Ey, die soll mal nicht so eine Welle machen. Ist mir scheißegal, was sie will. Kriegt ja Kindergeld, kann ich nicht an mich abdrücken, oder nicht? Think we lost all, but who will take the fall? Who will win it all? You know the cost, still you go through walls, keep on acting small. So, Pascal, jetzt reicht's. Das kann ja wohl nicht angehen, ey. Die ganze Kohle weg, das ganze Geld ist weg. So, Pascal. Hey, bist du bescheuert? Portemonnaie ist da, Geld ist nicht da. Wo ist die Kohle? Wie, wo ist die Kohle? Hier, guck mal, selbst rein. Da, alles leer. Vielleicht hab ich die genommen. Was hast du hier vielleicht genommen? Ja, hab ich genommen. 400 Euro. Eigentlich müsstest du mir viel mehr zahlen. 1000 Euro. Mit deiner scheiß hässlichen Fresse, Mann, jetzt immer raus. Das ist das restliche Geld für diesen Monat gewesen. Ja, ganz einfach. Ich bin hier der Mann im Haus und ich hab zu melden, wer wo sein Geld bekommt. Und du hast gar nichts zu melden. Ah, natürlich. Du bist 19 Jahre alt, Schulabbrecher, nichts auf der Pfanne, Hirn von oben in die Oberarme rein, sonst nichts da. Gar nichts. Du bist nicht mein Vater, du hast mir gar nichts zu sagen. Deswegen einfach umdrehen, abhauen, raus aus meinem Zimmer jetzt. Mich nicht an. Alter, geh mal raus jetzt. Ganz klar hat Pascal hier zu Lasten von Olaf einen Diebstahl begangen. Allerdings nur den sogenannten Haus- und Familiendiebstahl, der nur auf Antrag verfolgt wird. Sprich, Olaf müsste schon Strafantrag stellen, damit überhaupt was passiert. Natürlich zeige ich den an. Der hat mich beklaut. Aber eine Anzeige, Olaf, macht alles nur noch viel schlimmer. Schlimmer. Oh, ich dreh durch. Alles nur noch schlimmer. Heute ist es ein Diebstahl. Morgen ist es körperverletzend, weil ihn irgendeiner blöde schief anguckt. Übermorgen startet er irgendeinen Banküberfall oder sonst irgendwas. Dem muss man einen Riegel vorschieben. Ich weiß, dass das so nicht weitergehen kann, aber Pascal ist ein Junge, der Hilfe braucht. Die Kohle. 600 Euro, oder? Richtig. Brauchst du nicht nachzählen? Du kannst mir vertrauen. Ich mach das schon länger, ne? Ich zähle immer nach. Alles passend, oder? Komm mal mit. Wenn ich das Päckchen sehe,
krieg so Freude, Mann. Ohne Scheiß. Das ist genau eine Kur. Perfekt. Ey, Schatz, du hast zu mir gesagt, du machst das nicht. Wie, du kriegst davon Titten, wirst impotent oder so. Warum? Du kriegst nicht mehr ein Bett oder was? Was sitzt denn da? Ja doch, aber irgendwann mal vielleicht nicht mehr. Das ist so eine Scheiße, Mann. Tschüss. Jetzt wirst du die Kur auch noch rein. Was natürlich, Mann. Wenn jemand fragt, ne? Ich schalte meinen Mund, aber ey, denk mal an meine Sachen. Keine Boxhandschuhe, Sorge. Helm, Mundschutz, ja, Schuhe. Mach dir keine Sorge, du weißt, ich hab viel zu tun. Ich hab's auf dem Schirm. Alles denk klar, dran. Danke. Hau rein. Also. Ich finde das nicht gut, dass du das machst. Wieso nicht? Warum redest du so eine Scheiße? Kann gefährlich werden. Ach, ich mach das schon länger. Was soll denn da passieren? Ja, ich weiß, aber das ist gefährlich. Was für gefährlich, Mann? Was redest du denn da? Passiert nichts. Du, Schatz. Was denn? Du weißt, dass ich übermorgen Geburtstag habe, ne? Ja, natürlich weiß ich, dass du Geburtstag hast. Bist doch mein Baby, oder nicht? Ja. Hm? Ja, du weißt auch, was ich mir wünsche, oder? Ja, klar. Klar weiß ich was. Ich habe auch was im Kopf. Was denn? Bleibt ein Geheimnis, eine Überraschung. Okay. Hm? Okay. Du, ich wollte mir meine Haare braun färben. Warum braun? Lass mal blond, ich hab voll den Barbie-Fetisch, Mann. Wenn du braun machst, Pascal, mach ich Schluss. Ich komm, ja, ich komm. Ich komm. Komm, Training fängt jetzt gleich weg, an. Ja? Okay. Tschüss. Jetzt weißt du, wie das sich anfühlt. Wenn deine Mutter immer so scheiße behandelt. Was hast du mit meiner Mutter zu tun, Mann? Was soll ich dir sagen? Wie soll ich zu... Hier! Hör mir mal gut zu, mein Freund! Halt dich fern von Merol, diesen Nixnutz und seinen dreckigen Mittelchen. Er verkauft schon die Scheiße hier an meine Kunden. Hast du das verstanden? Ich weiß gar nicht, was du meinst, Mann. Und die scheiß Steroide, die du da einfährst. Die machen dich hochaggressiv. Deine Mutter ist schon voll am Ende mit den Nerven. Ich und sie war mal hier. Jetzt. Und wenn du hier nochmal zu Scheiße gegenüber verhältst und ihr die das Geld aus der Tasche rausleierst, Junge, dann hast du mit mir ein richtiges Problem. Und ich glaube, mit mir wirst du kein Problem haben, oder? Nein, Mann. Lass mich jetzt los, ey. Pass auf, deine Mutter liebt dich. Verdammt nochmal. Ja, schön für dich, aber der neue Macke, Alter, der Olaf ist voll dein Lutscher, Mann. Pass mal auf, der ist einfach überfordert mit dir. Gib ihm doch einfach mal eine Chance. So verkehrt finde ich ihn gar nicht. Alter, er ist einfach ein Lutscher, der interessiert mich null. Jetzt lass mich los, Mann. Lass mich gehen. Merk dir das, Pascal. Hey, Baby, bist du mit dem Training fertig? Was ist los? Dein Ernst? Was mein Ernst? Was machst du hier? Du quatschst mich doch von der Seite voll. Was willst du von mir? Beklagst du unsere Mutter? Hast du Geld? Bin ich eine Bank oder so? Wie bist du eine Bank? Willst du mich verarschen? Wie redest du mit mir? Hör auf, mich zu drohen! Hä? Was? Hör auf, mich zu drohen, sonst verpiss dich, Mann. Pascal treibt es jetzt immer mehr auf die Spitze. Auch er ist verzweifelt. Er hat jetzt die Keycard vom Elektromarkt geklaut und er bedroht seine Schwester massiv. Das droht zu eskalieren über kurz oder lang. Geschenk, Bruder. Ich brauch noch was cool für dich, Mann. Hast du dir verdient, ey. Ja, Mann, Jackpot. Bock-Sachen? Ja, Mann. Brauch ich nicht mehr die scheiß schwitzigen Sachen vom Uli. Ja, Mann, richtig so. Ey, wenn du die aufziehst, ne? Da sind sogar schon Lieder drin. Boah, wie geil. Meinst du, der passt auch? Ich hoffe. Probier mal an. Das ist wie angegossen, ne? Du hast richtig auf die Fresse, ja? Richtig, von mir auch noch ein Schmack. Du hast auf jeden Fall was gut bei mir. Ja, kein Ding. Definitiv. Ey, ich hätte da eine Idee. Was denn? Dieser MP3-Player. Mach mir auch mal einen klar. Du Schwuchtel, was willst du damit? Hältst das sind Strasssteine. Wie redest du denn schon wieder über meine Freundin, Mann?
Ey, Barbie, soll einfach mal still sein, ja? Ey, da sind Straßsteine drauf. Was ja, natürlich ohne Straßsteine, ey. Schatz, das ist voll süß hier. Ja, aber warte. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab auch was für dich. Was jetzt, Mann? Lara, Kai, korrekt, Alter. Wie hast du das gemacht, ey? Woher hast du das bezahlt? Für den besten Freund. Hast du eine Bank ausgeraubt oder was? Du hast nicht mal Geld für meine Wohnung und kaufst hier zwei so Dinger, Alter. Ey, was hab ich zu dir gesagt, Junge? Du hast hier nicht verloren von meinem Club. Hast du das verstanden? Mach mich nicht an, Alter. Du sollst hier nicht mehr rumlangern. Das hab ich dir schon mal gesagt. Komm, wir gehen. Scheiß auf den. Und noch was. Lass die Finger von Pascal. Der ist anständig. Und jetzt verpiss dich von meinem Club. Zu bringen. Was machst du hier eigentlich? Wir kümmern uns darum. Das ja, ist die kümmern sich. Hm. Wirklich? Will ich mal schwer hoffen. Ja. Denn der ist ein Fass ohne Boden. Das sage ich Ihnen so. Es geht um Folgendes. Heute Nacht bist du in den Laden, wo deine Mutter arbeitet, eingestiegen worden. Deine Mutter hebt die schweren Vorwürfe, dass du das gewesen sein könntest. Warum tust du mir das an, Pascal? Womit habe ich das nur verdient? Ja, also ich weiß von nichts. Wenn du von nichts weißt und es nicht warst, lass mich in die Tasche gucken. Warum deine Jacke. Hier liegt nur einer. Lass mich reingucken. Wenn nichts drin ist, ist die Sache erledigt. Denkst du, weil du eine Marke hast, hast du irgendwas zu melden? Oder wie? Werd nicht frech. Ich guck da rein und dann ist die Sache erledigt. Ja, schau doch. Was macht ihr denn da? Das wird doch alles noch schlimmer. Oh, jawohl. Sollte es wirklich noch sowas wie Gerechtigkeit geben? Ich glaub's nicht. Ich kann nicht fassen, was Pascal mir da angetan hat. Nach dieser Sache bin ich auf jeden Fall meinen Job los. Und vielleicht kriege ich sogar noch einen Eintrag im Lebenslauf und finde dann nie wieder einen. Ich habe echt die Schnauze voll. Ich will den Jungen nie wiedersehen. Meine Türen sind zu. Jetzt ist echt aus und vorbei. Ich kann nicht mehr. Wir haben Ihren Sohn jetzt erstmal vorläufig festgenommen und bringen ihn zur Wache. Ja. Was ich auf jeden Fall brauche, ist aber seine Tasche. Okay. Dana, bringst mal bitte die Sporttasche. Ja. Und dann buchten Sie den endlich mal ein. Finde ich richtig klasse. Von Einbuchten kann doch nicht die Rede sein. Wir werden ihn jetzt vernehmen, an die Kripo übergeben. Und die werden prüfen, ob Haftgründe vorliegen.